Heute besuchen wir Bad Muskau. Die Kleinstadt liegt an der Neiße, an der Grenze zu Polen im Nordosten von Sachsen. Weltberühmt ist die Stadt durch den Landschaftspark, den der Fürst und Landschaftskünstler Hermann von Pückler Muskau hier angelegt hat. Ich erreiche den Park durch die Vorstadt im Norden. Die Neiße. Auf der rechten Seite sehen wir Deutschland, auf der linken Polen. Hermann Fürst von Pückler Muskau begann 1815 einen Landschaftsgarten anzulegen. Für die damalige Zeit hat Pückler den Park äußerst modern und kunstsinnig gestaltet. Durch sein Werk in Bad Muskau wurde Pückler zu einem der bedeutendsten Landschaftsgestalter Deutschlands. Inspirieren ließ sich Pückler von den englischen Gärten. Besonders die Paläste und Burgen hatten es ihm angetan. So etwas wollte Pückler auch haben. Dazu kam es allerdings nicht. Dominante des Parkes ist das neue Schloss. Es bekam sein Aussehen erst nach Pücklers Tod. Hermann von Pückler Muskau beschreibt seine Arbeit als Naturmalerei. Dafür verwendet er keine Farben. Schöne Bilder aus Wäldern, Bergen, Wiesen, Flüssen, Wegen und Pfaden erzählen fantasievolle Geschichten. Im Schlossvorwerk gibt es unter anderem Miet- und Ferienwohnungen. Musik
Die Idee, im mehr als 830 Hektar großen Muskauer Park Kutschfahrten durchzuführen, hatte schon Fürst Pückler. Über die Neiße erreicht man den polnischen Teil des Parks. Die Hauptattraktionen des Parks stehen auf deutschem Boden. Dafür ist der polnische Teil größer. Der Pücklerstein wurde 1902 aufgestellt. Der polnische Teil des Parks ist wilder. Die Naturbelassenheit ist ein schöner Kontrast zum deutschen Teil. Aus altem Leben? Entsteht Neues. Wir erreichen Wenknitza, die kleine Grenzstadt an der Neiße. Ein unspektakuläres Grenznest. Ah, nicht ganz. Die Kirche ist schon sehr interessant. Manhattan.
Es ist einer der größten Märkte Europas. Über 1000 Händler gibt es hier. Die Neiße, Grenze zwischen Polen und Deutschland. Wir sind zurück in Bad Muskau, einer hübsch restaurierten Kleinstadt. Seit 1961 darf die Stadt Muskau den Titel Bad tragen. Es gibt ja Städte, die repräsentieren sich mit dem Rathaus. Dann ist dies hier wahrscheinlich ein Spendenaufruf. Thank you.